Welcome to Paradise, ladies and gentlemen. Mein Name ist Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca und heute hier mit einem Großteil des Teams. Hallo, ich bin der Juan Sanchez, ebenfalls von SI Real Estate Mallorca. Mein Gesicht sollte auch dem einen oder anderen schon bekannt sein. Ja. Wie heißt du denn, mein Lieber? Fabian. Der Fabian, Der unbekannte Fabian. Der unbekannte Fabian. Hier wieder mit eurem Sales Manager und Personalmanager Marc Bremer von SI Real Estate Mallorca. Und heute haben wir auch wieder ein paar spannende Themen für euch, würde ich sagen. Ja, da haben wir ein bisschen was. Also ja, der Fokus liegt ja darauf, dass wir ein bisschen uns einfach unterhalten. Und das haben wir in der Konstellation jetzt noch nicht gemacht. Und ihr hört zu. Ich glaube, das ist das Grundprinzip eines Podcasts. Ist das richtig hier in der Regie? Ja. Ja, wunderbar. Vielleicht wollen wir ganz kurz darauf eingehen, was wir heute für Themen oder über welche Themen wir heute sprechen wollen. Und zwar wollen wir heute so ein bisschen darüber reden, Mallorca im Winter, was geht hier auf der Insel eigentlich im Winter? Was für Freizeitmöglichkeiten hat man im Winter? Was für Businessmöglichkeiten hat man denn auch im Winter hier auf Mallorca? Und ist Mallorca denn im Winter überhaupt eine Reise wert? Also da wollten wir heute so ein bisschen uns drüber austauschen. Fangen wir doch mal an. Also wie seht ihr das denn? Was ist denn? Also es gibt viele Leute, die denken, Mallorca über den Winter ist gar nicht los und es ist wohl was los, wenn man danach sucht halt eben. Ne? Also beispielsweise, man kann toll am Strand reiten im Gebiet Sacoma beispielsweise. Ne? Teilweise, früher war das bis Anfang Mai, jetzt ja bis März etwa, ne, kann man problemlos, also von Oktober bis Anfang Mai am Strand reiten, zum Beispiel bei Rancho Bonanza. Das muss man erstmal finden halt überall. Ich glaube nicht, dass es einfach so in Europa irgendwelche Strände zu reiten wäre halt eben. Das ist so deine Lieblingsfreizeitaktivität im Winter. Ganz genau, im Winter halt. Ne? Schwingt man sich gerne mal drauf. Absolut, absolut. Zum Beispiel Radfahren zum Beispiel natürlich auch, Rennradfahrer, Mountainbiken halt. Das ist wirklich ein Paradies, ne? Das sieht sich immer mehr bis in Sommerzus, aber das ist wirklich allemal wert. Ne? Ja, absolut, absolut. Also ja, den Juan, ich muss dazu sagen, ich habe den Juan das ein oder andere Mal auch schon tatsächlich in Flagranti erwischt, wie er dann auf seinem edlen Ross in Calambior die Strände entlang geritten ist. Also das ist schon... Ja, schon bewundernswert auf jeden Fall. Ist schon schön, ist schon schön. Da weiß man nicht, was man mehr bewundern soll. Das fällt euch doch an. Absolut, absolut. Genau. Meine Lieblingsaktivität im Winter ist mehr so die Weihnachtsmärkte. Und der beliebteste Weihnachtsmarkt, der findet ja immer in Palma statt, im Pueblo Español. Und da freue ich mich immer ganz besonders auf den Glühwein, mit mehr Glüh drin als Wein. Aber das hat man sonst nicht so auf Mallorca. Ne? Das ist ja auch relativ neu. Wir haben erst seit so 3 oder 4 Jahren schenken die auch Glühwein aus. Ich finde, das hat so ein bisschen gefehlt auch, ne? Für dieses Winterfeeling, für dieses Weihnachtsfeeling, was man da hat. Absolut. Absolut, ja. Das ich glaube, da gibt es einige Punkte, so, die man vielleicht auch aus Deutschland kennt, die man gar nicht so auf Mallorca erwartet. Was mich zum Beispiel auch sehr stark gecatcht hat an der Stelle, ist das Thermalbad von Zana. Im Südosten der Insel. Ist auch das einzige tatsächlich auf der Insel und das kann man im Winter natürlich auch super genießen, weil im Sommer hat man natürlich keinen Bedarf, jetzt ins Thermalbad zu gehen. Aber im Winter ist es dann doch schön, kennt man ja auch aus Deutschland, ne? Dann mal schön den Wellnessbereich zu genießen. Und auch für Kinder oder so nur? Kann man auch mit Kindern hin, aber ist natürlich auch für die älteren Herrschaften ein schönes Erlebnis. Und ja, das kennst kann du man, das Sprichwort? Ist das Spa-Landschaft Spanisch oder Deutsch? Ne? Weißt du, was damit gemeint ist? Ne? Ja, das musst du mir jetzt mal erklären. Das rauspacken. Ja, Deutsch natürlich ohne Badehosen. Es trinkt Badehosen zu tragen, da wird man gleich rausgeschmissen, wenn man in Badehose reingeht. Ne? Spanisch ist natürlich selbstverständlich mit Badehose. Ne? Das sind die zwei Unterschiede, was man immer nennt. Ne? Und auch, ob die Saunen auch über 80 Grad gehen. Ne? Das vermisst man immer gern ein bisschen aus Deutschland, aber ich meine, da geht schon auf die finnische Sauna mit 100 Grad zu. Ne? Wo war das? Cool. Wo war das nochmal? Das ist fast bei Sesalines. Ah, unten, cool. Ne? Okay. Ganz auch nicht weit von den Salz. Also, habe ich auch noch nie, habe ich auch noch nie gehört. Noch nie was von dem Thermalbad gehört. Ja, ne? Ja, so siehst du mal. Ne? Ist gut zu wissen, ist doch auch gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, ne? Auf jeden das Fall. Ist so das Einzige, was man so vermisst hat im Winter, aber mittlerweile gibt es ja wirklich auch größere Hotels, ne? Hypo-Hotel zum Beispiel, ja, die Palma. Die haben wirklich Taulus Park, das Ganze ja übergeöffnet und wunderbare Saunalandschaften auf jeden Fall eben. Ne? Ja, was ich eigentlich super spannend noch finde im Winter auf Mallorca ist, sind eigentlich alle Aktivitäten, die du im Sommer nicht machen kannst. Ne? Es gibt ja doch sehr viele Einschränkungen, gerade im Outdoor-Bereich. Ne? Im Sommer ist es einfach sehr heiß. Wir haben im Juli, im August teilweise 40 Grad. Ja? Und dann kannst du natürlich oder solltest du, ich meine, da gibt es ja auch viele, die so ein bisschen bekloppt sind und das dann auch mit ihrem Leben bezahlen, ja? Die dann bei 45 Grad wandern gehen. Das ist dann natürlich, sag ich mal, auch noch so ein Highlight, weil die
Insel ist einfach landschaftlich so schön. Ne? Ich meine, ja, da könnt ihr wahrscheinlich absolut alle zustimmen, die ist so schön. Absolut. Und du kannst so tolle Spots entdecken im Winter zum Wandern und generell Außenaktivitäten, Drachen steigen lassen. Jetzt ist gerade wieder die Drachensaison. Ne? Also ich als Familienpapa ist natürlich, ne, da gehst du raus, holst dir einen schönen Drachen und dann kommst du mal hierher und gehst den Drachen steigen lassen. Also es gibt einfach sehr viele Aktivitäten, die kannst du im Sommer nicht machen. Die sind im Winter hier wunderbar möglich und ja, auch das ganze Jahr eigentlich über möglich, weil wir einfach auch keinen Frost haben, weil es nicht wirklich kalt wird. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr cool. Ne? Also alles, was du quasi im Sommer gar nicht machen kannst, wie wandern, wie einfach mal 2-3 Stunden spazieren gehen am Strand. Ne? Also das kannst du ja im August, wie willst du da 2-3 Stunden am Strand spazieren gehen? Ne? Da bist du, kriegst einen Hitzeschlag. Ne? Das ist Wassersport zum Beispiel. Wassersport, ja, absolut. Ja, absolut, ne? Absolut. Ja, ja, richtig, ja, ja, ja. Das ist schon, das ist schon spannend, das ist schon spannend. Vielleicht wollen wir noch mal 1-2 Kleinigkeiten besprechen, die ganz interessant für unsere Community sein könnten. Das letzte Mal haben wir ja über Auswandern gesprochen und über, ne, Fehler, die man beim Auswandern auch machen kann, wie das bei uns so ein bisschen war, also der Marc und ich vor allen Dingen. Und ja, was natürlich auch im Winter super interessant ist, ist die Tatsache, dass du einfach Behördengänge und auch, sag ich mal, einfach so den natürlichen Eindruck zu gewinnen. Das ist im Winter eigentlich ideal, weil du hast eben nicht den überlaufenden Massentourismus. Das heißt, du kannst dir, es ist wesentlich entspannter. Das heißt, du kannst dir natürlich dann auch ein ordentliches Bild verschaffen, wenn du jetzt sagst, ich möchte nach Mallorca, ich habe diese Perspektive, ich möchte hier vielleicht sogar leben, dann empfehle ich wirklich jedem potenziellen Auswanderer, dass man einfach mal im Winter herkommt, sich das Ganze im Winter anschaut, weil das ist viel natürlicher, das ist viel authentischer und du hast einfach auch auf den Behörden riesen Vorteile, weil es einfach in dem Zeitraum nicht so überlaufen ist. Ne? Absolut, das ist so. Ja? Das muss man immer zum Vorfeld mal planen, auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt. Ja. Auch die lokalen Traditionen kann man zu dieser Jahreszeit wesentlich besser kennenlernen durch die ganzen Ferias, ne? Die wöchentlich stattfinden. Das schon einmalig dann zu der Zeit. Da gibt es ja jetzt so einige mallorquinische Dorffeste, die im Sommer nicht stattfinden. Genau. Gerade in Bunyola. Ja, was natürlich auch im Winter interessant ist, gerade wenn man sagt, man wandert aus oder möchte sogar eine Unternehmung starten. Ich glaube, das ist natürlich auch nochmal super spannend. Im Winter hast du natürlich auch einige Geschäftsfelder, die super attraktiv sind. Ne? Man denkt ja immer so ein bisschen Tourismus, ne? Man hat den Massentourismus, hat dann die Hotellerie, das war es eigentlich. Das heißt eigentlich nur im Sommergeschäft. Das ist aber absoluter Blödsinn. Es gibt viele Dienstleistungssektoren wie unser Bereich, der im Winter deutlich stärker ist. Also wir verkaufen deutlich mehr im Winter und im Frühjahr als im Sommer. Deutlich mehr. Ne? Absolut, ja. Im Sommer konzentrieren sich die Leute auf die Strände und Freizeiten und im Winter halt eben nicht. Die kommen gezielt zum Kaufen in der Regel halt eben. Ne? Genau, man will sich ja vorbereiten quasi für die nächste Saison und da muss dann eben, ja, sag ich mal, im März schon alles stehen. Absolut, klar, absolut. Klar. Das ist auch immer wichtig, Karl, ne? Nicht direkt den Sommer anfangen. Ne? Auf jeden Fall. Guck mal, wir haben Besuch bekommen. Oh, wir haben Besuch. Schaut mal. Hey, oh, na? Cool, ne? Cool, cool. Wie geht's, wie steht's? Wie lebt es sich im Winter? Wie lebt es sich hier im Winter, mein Freund? Zeig mal ein bisschen. Keine Brotkrumen, ne? So, einmal den Arm ausstrecken. Wenn er jetzt auf den Arm kommt, du, dann... Ja, was? Das wäre Wahnsinn. Ja, ja. Ist ja kein Falke, wie ein Plüschtier, ne? Wie ein Plüschtier, ne? Auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Es gibt viele Aktivitäten, die durchaus viele Hoteliers haben auf Radfahrertourismus geschätzt, ne? Und die sind wirklich damit gut durchgefahren jetzt die letzten Winter über, auf jeden Fall, ne? Also man sieht, die ganzen Hotels sind ausgebucht mit Fahrradfahrern. Ne? Wahnsinn. Und ja, also es gibt euch viel, viel zu machen halt eben. Ne? Man muss halt den richtigen Weg gehen und das Ganze richtig planen, ne? Auf jeden Fall. Ja, super interessant. Fabi, was machst du denn eigentlich so am allerliebsten im Winter auf Mallorca? Was ist denn deine absolute Lieblingsfreizeitbeschäftigung im Winter? Absolutes Highlight, was man auch sagen muss, was im Winter auch super ist, was mir herzlich sehr berührt, ist kleine Reisen. Also zum Beispiel nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien, weil man im Winter einfach wesentlich günstiger in diese Destination reisen kann und somit ruckzuck überall, klar. Das nur ein Beispiel, letzten Winter bin ich für 50 Euro hin und zurück nach Mailand geflogen. Wahnsinn. Und das ist natürlich auch traumhaft zur Winterzeit und dann kann man einfach mal kurz ein Wochenende rüber, auch angrenzende Metropolen kennenlernen, wo man von Mallorca super angebunden spannend. Ist. Ne? Super spannend, dass du das sagst, ne? Weil es ist natürlich so, viele denken dann immer, ja, im Winter hast du gar keine Flugverbindung, das ist absoluter Blödsinn. Du hast jeden Tag diverse Flugverbindungen in alle deutschen Städte, du hast diverse Flugverbindungen in die Schweiz, täglich, regelmäßig, ne? Innereuropäisch, du hast international, ich meine, klar, du hast jetzt nichts bis auf Marokko oder ne, so ein paar Nachbar-Nicht-EU-Länder. Aber ansonsten hast du eigentlich im Winter innerhalb von Europa so ziemlich alle Verbindungen, die du auch im Sommer hast. Natürlich sind die im Sommer stärker, einfach weil du eine höhere Frequenz hast, viel mehr Besucher, aber ja, du hast ja trotzdem nach Deutschland beispielsweise mindestens 2 Flüge am Tag.
Nee, das ist viel mehr, viel mehr, viel mehr. Ja, ja, ja. So ziemlich in jede Stadt, ne? In jede Großstadt, ja. Zusätzlich hat man noch die Fähre, ne, mit dem Auto nach Toulon, Südfrankreich zum Beispiel. Es gibt ja zwei Reiseziele, ne? Sozusagen Barcelona, Valencia, Denia, also super man kommt gut weg, auch mit dem Auto halt eben. Und zu richtig günstigem Preis. Was hast du neulich gezahlt hier mit dem Auto? Das war ja außerordentlich, ohne Residentenrabatt. War das nicht irgendwas mit 65 Euro mit Koje oder sowas? Ja, ja, aber schon mit Residentenrabatt. Mit Residentenrabatt, aber manchmal nimmt sich das wirklich nicht viel. Nee, das war noch günstiger sogar. Ich bin von Barcelona mit dem Auto, mit mir, mit einer ganzen Kabine, das heißt vier Betten de facto. Alleine bin ich für 38 Euro. Das ist ja gar nicht, wenn man überlegt, mit dem Auto, eine Kabine, 38 Euro, das geschenkt, ist ja billig. Kabine, regional. Auto und ich. Das billiger wie regional Busfahren in Deutschland. Das, halt auch das wissen viele nicht. Ja. Wenn man hier auf Mallorca ansässig ist, also Residencia-Card besitzt, dann hat man eine Vergünstigung, wenn man auf das Festland beispielsweise reist. Ob das jetzt per Flug ist oder ob das per Boot ist, spielt keine Rolle. Man 75%. Genau, 25%. Also wir zahlen nur 25%, genau. 70% Vergünstigung. Das ist Wahnsinn, ne? Aber auch auf die Kanaren, ne? Also nicht nur aufs Festland, also alles, was quasi nicht, alles, was spanisches Hoheitsgebiet ist. Aber man muss dabei aufpassen, ne? Viele machen das aus der Neugier oder den Gunsten daraus zu erzielen. Und wenn man in Deutschland Geschäft tätig ist, dann ist es mit Doppelbesteuerungseinkommen mitzurechnen. Das ist dann natürlich nicht so schön. Komplizierter, höher an Steuersätze. Wie gesagt, auch so ohne Residenz, ne, ist wirklich echt günstig. Auf jeden Fall, es gibt ja schon Vergünstigungen, aber da wollen wir heute, glaube ich, nicht ganz so intensiv drauf eingehen. Aber es ist schon so, du hast auf Mallorca und in Spanien schon die Möglichkeit, weniger Steuern zu zahlen als in Deutschland. Es gibt ja diverse Abkommen, wie heißt Lex Beckham-Abkommen, das damals wegen David Beckham in die Welt gerufen wurde. Da gibt es schon diverse Möglichkeiten, aber ich glaube, das können wir in einem anderen Podcast noch mal so ein bisschen intensiver thematisieren und mal ins Detail gehen. Ja, super spannend, ihr Lieben. Ja, ich glaube, das ist ganz interessant. Also Mallorca ist, vielleicht noch mal zusammengefasst, im Winter auf jeden Fall allemal ein Besuch wert. Also gerade wenn man sagt, man möchte sich hier so ein bisschen positionieren, möchte hier eine Unternehmung ins Leben rufen oder möchte hier eine Immobilie kaufen, dann ist, glaube ich, der Winter genau die Zeit des Jahres, wo man Mallorca aufsuchen sollte. Ich glaube, da seid ihr wahrscheinlich alle bei mir. Und man kann einfach dieses authentische Mallorca, gerade auf den Volksfesten, gerade im Winter, auch der Weihnachtsmarkt in Palma, das ist schon super interessant. Du hast die Möglichkeit, mit Einheimischen direkt in Kontakt zu kommen, den du vielleicht im Sommer nicht in dem Ausmaß hast. Und ich finde das auf jeden Fall super schön. Also ich mag den Winter hier sehr, zumal wir natürlich auch im Winter genau solche Tage wie heute haben. Also ich meine, wir sind jetzt noch im Spätsommer, Herbst. Ich meine, gestern war der Herbstbeginn, oder? Vorgestern war der Herbstbeginn. Ja. Wir sind jetzt gerade im Herbstbeginn, ist natürlich jetzt noch sehr warm. Aber auch im Januar, Februar oder März hast du mal Tage, wo du einfach bei 22 Grad hier so an der Klippe sitzen kannst. Mit Windstille, absolut. Die letzten zwei Winter waren so gewesen. Ne? Der Dezember und Januar waren wirklich Windstille und etwa 20 Grad Außentemperatur. Genial, ne? Strahlend blauer Himmel. Ja. Das rauste Wetter hat man im Grunde so Ende Februar und im November. Richtig. Na, ja, ja. Da hat man dann ordentliche Stürme etc., aber das hält ja nicht lange. Das ist ja das Schöne hier. 10 Tage, 2 Wochen, da war es das wieder. Genau. Ne? Genau. Absolut. Ja, super spannend. Ja, habt ihr doch was? Ich glaube, ansonsten sind wir eigentlich... Ja, soweit sind wir eigentlich, oder? So ziemlich durch. Vielleicht noch mal ein kleiner Aufruf an die Community. Was ist denn eure Lieblingsaktivität auf Mallorca im Winter? Also wart ihr denn mal im Winter auf Mallorca gewesen? Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Das würde uns wirklich brennend interessieren. Und was ihr so am liebsten im Winter auf Mallorca macht oder gemacht habt schon in der Vergangenheit, das wäre super spannend. Wir freuen uns, wenn wir einen Dialog mit euch haben, mit unserer Community. Wir sind natürlich immer bestrebt, euch einen Mehrwert zu liefern als Immobilienunternehmen auf Mallorca. Aber ich würde fast sagen, als ganzheitlicher Immobilienberater, der wir doch sind. Und von daher würden wir uns über euren Input freuen. Wenn ihr natürlich eine Immobilie auf Mallorca sucht, dann sind wir sehr gerne eure Ansprechpartner inselweit. Das war es eigentlich von meiner Seite. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Von unserer Seite auch eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Viva Mallorca. Viva Mallorca. Hasta luego. Hasta luego.